Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drachenaufstieg von Birk. So, ich habe weiterhin fleißig Holz gesammelt, beziehungsweise sammeln lassen. Habe meine Holzsammeldrachen auch noch ein bisschen gelevelt, damit die mehr erfinden. Ja, und ich denke, es kann sich mittlerweile schon sehen lassen, was sie alles gefunden haben. Mir fällt gerade auf, ich könnte noch ein paar hier so ein bisschen nach Fisch suchen lassen, ne? Ja, die Fischerhütte muss ich jetzt hier hinten aufwerten. Das Teil kostet uns auch ein bisschen Holz, aber ich würde... Ja, ich weiß es nicht. Soll ich das hier, soll ich erst auf diese Erweiterung... Ach nee, das war ja das Haus, was wir noch brauchen, ne? Soll ich darauf erst sparen oder erst die Fische? Schwierig, vielleicht wirklich erst auf das Haus. Ich glaube, das ist sinniger. So, wir sammeln hier erstmal wieder unser gratis Mysterium-Pack ein. Mit Odin-Münzen. Was haben wir hier? Oh, wieder mal für den... Ah, sehr gut. Sehr gut. Den leuchtenden Fluch könnten wir jetzt aufwerten. Fische, Runen, nochmal Runen und nochmal eine Sammlung. So, klar, ich kann den Glutkessel natürlich in den Hangar tun. Ich mache das irgendwie immer ungern. Ich weiß auch nicht, warum. Aber dann machen wir das mal, wenn ihr das möchtet. Nanu, das hat lang gedauert. Zack, da ist unser exotischer Glutkessel. Ich finde den ja lustig. Ja, platzieren können wir den aktuell nicht. Den müssen wir erstmal in den Hangar packen. Da habe ich, glaube ich, gerade zwei drin. Genau. Da ist auch noch mein kleiner Kampfkronkel. Ja, komm, die 420, die kann ich mal investieren. Dann haben wir auch noch eine schnappende Falle hier. Einen rauchverschlingenden Qualm. Verschwindenden, ne? Ach, den wollte ich ja eigentlich freigeben. Stimmt. Stimmt ja, da war ja was. So, ja, und der kleine Glutkessel. Die Glutkessel waren noch, glaube ich, recht stark im Fischefangen auch. Gut, bei einem Drachen, der unter Wasser lebt, soll das wohl so sein. Was haben wir denn hier bei der Reise heute? Mit dem Drachenauge. Ich bin zum Nest geflogen. Ich bin bereit, einen Gratflügler zu trainieren. Wir könnten jetzt hier einen rauchverschwindenden Qualm bekommen. Wäre jetzt für mich recht uninteressant, da ich den ja schon habe. Das scheint mir aber auch eher eine Rune zu werden. Jawohl, wir kriegen zwei Runen. Das hat leider nicht funktioniert. Wir landeten im Gratflüglernest, doch es war leer. Wir haben keine Zeit mehr nach Gratflüglern zu suchen. Ich muss etwas gegen die Welle tun. Tja, jetzt müssen wir wieder eine Weile warten, bis wir hier weitermachen können. Ohne Zahn und Tix sind von der Suche zurück. Ich lasse sie aktuell einen Schockrachen suchen, weil ich den eigentlich auch immer sehr cool fand früher. 7000 Holz nehmen wir natürlich auch dankend an. So, Birk liefert uns einen ziemlich guten Kampf hier in dieser Raubzüge. Ich mag ziemlich gute Kämpfe. Fast so sehr wie unschöne, schlechte Kämpfe. Ja. Meine Schiffsflotte wird Birk dezimieren wie eine Axt. So, vernichte Flotte 15. Ich würde heute mal zwei von diesen Feuerdrachen mitnehmen. Von diesen Fernkampfdrachen. Und heute schicke ich mal den Gronkel vor. Ach, das ist eigentlich eine relativ angenehme Flotte. Ich würde von oben angreifen. Ich schicke den Gronkel vor, weil er ja in den Nahkampf muss. Und unsere anderen beiden hinterher. Dann kann ich auch hier schon mal drauf feuern. Das Kleine geht mit einem Katapultbeschuss sowieso direkt baden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Unten, das macht er alleine, ne? Ja, dann kriegt nämlich das Große, kriegt ja dann auch Schaden, wenn eins in den Kleinen platt geht. Ja, und so schnell geht's. Damit haben wir drei Schlüssel gerettet. Wunderbar, das ging super. Sieg auf der ganzen Linie, drei Schlüssel sind mein. Unser Schatz. So, dann wollen wir doch mal schauen, was wir drin haben in den Truhen. Und dann kriegen wir bestimmt auch noch eine Keilerei unter. So, einmal diese Geräusche, wenn das nachlädt. Ich glaube, die hört ihr jetzt gar nicht, weil das so leise gerade ist. So. Nein, wir wollen immer noch nicht War Dragons spielen. Wir haben ja schon Dragons. Was für ein Kampf war das? Was für ein Kampf war das nun? Ein ziemlich guter oder ein unschöner schlechter? Ich würde sagen, für uns ein ziemlich guter und für dich ein unschöner schlechter. So, zwei Runen. Drei...
Zahnräder und nochmal 2 Runen. Ich habe relativ viele Runen, muss ich tatsächlich sagen. Fischbein, das muss man dir lassen. Du weißt wirklich viel über Drachen. Das ist wirklich praktisch im Kampf. Danke, Hicks. Ich halte mich selbst für einen führenden Experten auf diesem Gebiet. Das und ich schaue immer mal wieder, wie es jedem einzelnen Drachen geht. Ja, Torknochenbrecher. Wir schauen momentan auf zu neuen Ufern. So, auf Netflix. Ach ja, neue. Wow, der exotische flüsternde Tod. Der ist natürlich nice. Oh. Der rauchverschwindende Qualm in Verteidigungsmontur. Haben wir noch Platz im Hangar? Muss ja mal schauen. Ich weiß es nicht. So, platzieren geht nicht. Hangar. Ja, gut. Wir hatten noch Platz. Auf all meinen Reisen war ich noch auf keiner Insel, auf der man mit Drachen so zusammenlebt wie auf Berg. Oh, wir haben eine Verteidiger-Drachensammlung vollständig und dafür 3 Runen bekommen. Vielen herzlichen Dank, Johann. Diese Verteidiger-Drachen werden sich schnell wieder erholen, wenn wir ihnen ihre Freiheit zurückgeben. Wirklich faszinierend. Aber ich muss schon zugeben, dass mich all diese Drachen immer noch ein bisschen nervös machen. Ach so, weil er fertig trainiert ist. Okay. Das kann bestimmt nicht schaden, ein bisschen zu leveln. Wir haben eine neue Aufgabe. Mulch, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Was ist hier los? Warum ist Pütz so aufgebracht? Sitzt dein Eimer wieder zu fest? Oh, hey Grobian, hau drauf, hat Pütz gebeten, für jede Familie im Dorf Porträts zu malen, aber wir haben nicht genug Holz. Pütz kann die Familienporträts nicht einfach an Wände malen. Wir besorgen besser etwas Holz, auf dem er malen kann. Wow, 200.000 Holz. Ja, das wird ein bisschen dauern, bis wir das zusammen haben. Wir gucken mal gerade hier. Oh, ja, aber den Kamm brauche ich. Äpfel brauche ich, glaube ich, auch noch. Gegen 5 Runen, das ist mal in Ordnung. So. Eieiei, hier. Habe ich gar nicht mit dem Freischalten begonnen. Das ist natürlich ärgerlich. So, kommt, Leute. Wir machen noch eine Keilerei. Ich habe mich heute ein bisschen noch da drin versucht. Ihr seht, ich bin wieder etwas abgestiegen. Ich hatte in den Kämpfen kein Glück, beziehungsweise habe es verbockt. Und jetzt bin ich wieder bei 590, aber ich sehe das überhaupt nicht eng. Ich weiß, dass ich in solchen strategischen Kämpfen nicht unbedingt die hellste Leuchte bin. Von daher. So, jetzt haben wir ein Rumpelhorn, einen leuchtenden Fluch und einen Regen-Dingsbums. Wie heißt der nochmal? Ich komme gerade nicht drauf, wie der hier heißt. So. Ich fand den leuchtenden Fluch eigentlich auch immer relativ unangenehm, muss ich ehrlich sagen. So. Der ist relativ flott. Autsch. Ja, der hat hier nämlich direkt auch schon unsere Rüstung kaputt gemacht. Warum kann er denn nicht angreifen? Ist er so langsam? Nutzen wir erstmal was, was seinen Angriff verstärkt. Viel Schaden wäre auch nicht schlecht gewesen, aber viel Schaden ist auch immer gut. So, und du machst uns jetzt auch ein bisschen weniger Schaden, leuchtender Fluch. Auch wenn du nicht mehr so lange überleben dürftest, nutze ich das trotzdem mal. Was, jetzt schon? Oh, jetzt kann er nichts machen. Ach guck, das war ja so gut. Also er kann was machen, aber nur normal angreifen. Nur einen kleinen Angriff. So. Zack. So. Damit gehe ich schon mal auf den Regenschneider, ne? So. Mit ihm heile ich mal, damit er seine Rüstungsverringerung weg hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll war, aber es hätte mit Sicherheit Dümmeres gegeben. Jetzt hat der keine Rüstung mehr. Die können alle beide Rüstungsbrecher. Autsch. Nicht meinen. Dann hätte ich den wohl doch besser kaputt gemacht. Ich gehe jetzt trotzdem auf den, weil da hinten, das sollte eigentlich mein Gronkel schon hinbekommen. Ach, gucke mal da. Sehr schön. Da haben wir direkt beide weg. Jetzt haben wir nur noch das Rumpelhorn. Das ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage jetzt. Der kriegt natürlich jetzt auch ganz gut aufs. Nee? Aufs Maul. Sieht man mal, wie wenig Schaden der eigentlich macht, tatsächlich. Komm, wir heilen nochmal. So.
Jetzt hast du gut zu tun mit deinem Rumpelhörnchen. So, ja, ohne Zahn ist recht fix. Er macht mit seinem normalen Angriff nicht unbedingt den meisten Schaden. Aber er ist tatsächlich recht flott. So. Ja, der hat keine Chance mehr, der Gegner. Also. Der Drops ist durch. So. Hey, tatsächlich nicht einen einzigen Drachen verloren. Das ist doch mal ein Kampfausgang hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich mag das Team. So, auf 620 geht's wieder hoch. Oh. Und wieder ein silbernes Pack. Mal schauen, was ich da Nettes rausbekomme. Das ist doch mal was Feines. So. Nein. Aufstieg von Berg hat sich aufgehangen. Ist aber nicht weiter tragisch, denn wir wären jetzt sowieso am Ende der Folge gewesen. Von daher würde ich mich auch für heute verabschieden. Ich schaue, wann ich die nächste Folge bringen kann. Und dann sehen wir uns schon ganz, ganz bald auf Berg wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!